So, Tag 36 der Diät und es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Aktuell sind es 100,5 Kilogramm, gestartet bei 105,5 Kilogramm, also es sind genau 5 Kilogramm runter und ich glaube, das sieht man der Form auch ordentlich an und das werden wir vor allem nachher nach dem Training nochmal genauer begutachten, wenn die Push-Einheit vorbei ist, dann kann man das Ganze unter Pump nochmal ein bisschen besser begutachten. Jedenfalls bin ich jetzt seit ungefähr 36, glaube ich, 37 Tagen irgendwie so in dem Dreh auf Diät und ich esse eigentlich jeden Tag das Gleiche. Und heute zeige ich euch mal, was ich esse, weil vor allem in den Stories zeige ich ja oft, was ich esse und da wird viel gefragt, da ist viel Interesse drin, vor allem was die Kalorien angeht. Und heute zeige ich euch mal jede einzelne Mahlzeit. Die Mahlzeiten, die ich so esse, die sind ein bisschen variiert, also die standen so nicht im Plan, aber ich habe sie mir so zusammengemischt bzw. mit Manu abgesprochen, dass es eben auch was ergibt, was ich jeden Tag essen kann, easy, und was ich mir auch gerne zubereite, angefangen bei meinem Pancake. Ihr kennt den Pancake. Ich habe es euch zwar schon im letzten Vlog gezeigt, aber da so viele gefragt haben, der Pancake besteht aus 100 Gramm Haferflocken, also ich habe hier zarte Haferflocken, weil die einfach viel, viel besser schmecken, meiner Meinung nach. Eine Schüssel, die braucht jeder. Dann habe ich Tutti Plus im Geschmack Kokos Dream und dazu kommt noch Zimt. Und zwar habe ich hier Bio-Ceylon-Zimt in so eine Packung drin, das war vorher so ein Gewürz. Das ist ein bisschen improvisiert. Aber hier ist Bio-Ceylon-Zimt drin und das schmeckt in der Kombination mit dem Kokos-Dream brutal lecker. Einmal probiert und ich kann nicht mehr aufhören. Dann habe ich hier noch Eier und das kommt dann hier rein. Etwas heißes Wasser dazu und das Ergebnis sieht brutal aus. Nicht zu vergessen das Topping. Und zwar habe ich Himbeeren tiefgefroren. Davon kommen 100 Gramm in eine Schüssel. 105 ist okay. Sehr wenig Kalorien. Und dann kommt das Ganze einfach so, wie das jetzt ist, für 3,5 Minuten in die Mikrowelle. Und dann kommt da ein bisschen Süßstoff rein. So, hier preppt auch schon mein Hähnchen. Noch 2 Minuten, dann ist das fertig. Sieht aber schon ziemlich lecker aus. Ist auch gut gewürzt mit Salz und dem leckeren Gewürz hier. Ich habe hier geräucherte Paprika. Das schmeckt mega lecker. Das riecht nach Pringles. Und dann habe ich hier mein Frühstück. Und zwar meine 100 Gramm Himbeeren aus der Mikrowelle zermanscht mit meinem Pancake. Also ich glaube, ich habe schon immer gutes Feedback auf mein Frühstück eigentlich, auch auf meine Reisflocken damals und meine Porridges, aber auf dieses Pancake hier kommt bestimmt am meisten Feedback. Also das kann ich euch in der Offseason sowie auch in der Diät empfehlen. Ansonsten habe ich hier meine Subs von Gigas, einmal Berberin zum Frühstück, dann Q10, Vitaminkomplex, Verdauungsenzyme, Magnesium und Omega-3. Da fehlt noch ein bisschen was, Kurkumin zum Beispiel, aber ich habe nachbestellt, müsste heute eigentlich ankommen. Und dann habe ich hier, was ich mir wieder in der Diät eigentlich immer mache, mein Cold Brew. Ich habe hier schon hier Kaffee ziehen lassen über Nacht, beziehungsweise über 14, 16 Stunden. Jetzt kommt der Satz hier runter und dann hat man ganz leckeren Kaffee. So, Zeit zum Frühstücken. Wie ihr seht, mega einfach. Das ist auch schon die erste Mahlzeit am Tag. Also ganz zu Beginn des Tages habe ich natürlich mehr Meter Plus genommen. Also auch die Subs werde ich euch heute mal zeigen, was ich alles so mit in meinem Essen integriere und so weiter und so fort. Deswegen die Subs gerade eben nochmal vorher genommen. Das ist die erste Mahlzeit des Tages. Die Makronährstoffe für die Mahlzeit dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und zwar haben wir 50 Gramm Eiweiß, 76 Gramm Kohlenhydrate, 22 Gramm Fette und 703 Kalorien im Frühstück. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Frühstück. Das lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Und dann geht es auch erstmal an den PC, ein bisschen was zu erledigen. Dann geht es weiter mit der nächsten Mahlzeit. Also erstmal in Ruhe frühstücken. Das habe ich mir verdient nach dem Cardio-Training. Die Haare sehen auch wieder sehr, sehr gut aus. Jetzt wegen der Zeit. Ja, Friseure haben wir zu und gehe nicht zum Friseur. Aber jetzt ist Cappy-Zeit wieder angesagt, damit man diese schöne Haarpracht verdecken kann. Aber halb so wild, ich bin jetzt schon bei der nächsten Mahlzeit, bei Mahlzeit Nummer 2. Ich habe hier Hähnchen aus der Heißluftfritteuse, Rosenkohl und Reis. Das ist meine kleinere Portion, also quasi habe ich hier knapp 40 Gramm Reis-Trockengewicht. Also sehr, sehr wenig, aber ist auch ganz gut, weil ich habe 3 Mahlzeiten, die ich vor dem Training esse. Das ist jetzt auch nicht vorgeschrieben oder sowas, sondern ich mache es einfach, weil ich mich so im Training am wohlsten fühle. Und ja, trotzdem sehr, sehr kleine Portion. Ich habe danach meistens mehr Hunger als vorher. Aber halb so wild. Und ja, der Rosenkohl ist ganz einfach gegart. Ich brate ihn auch gerne an, aber heute habe ich es nicht gemacht. Ansonsten habe ich auf dem Hähnchen so ein bisschen Gewürz drauf, wie ich euch schon vorhin gezeigt habe. Genau, die Mahlzeit werde ich jetzt wegsnacken mit ein bisschen
Ketchup Light. Und dann haben wir auch schon die nächste Mahlzeit drin. Wie viele Kalorien die hat, schauen wir mal gleich. 40 Gramm Reistrockengewicht, 150 Gramm Hähnchen und ja, knapp 150 Gramm Rosenkohl, 100 Gramm Gemüse steht im Plan drin. Das sind 40 Gramm Eiweiß, 34 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Fett und insgesamt 324 Kalorien, die ich hier esse. Also wie gesagt, 324 Kalorien ist wirklich eine sehr kleine Mahlzeit. Aber genau, das passt. Und dann gibt es gleich als nächstes, so in einer anderthalb Stunden circa, meine Pre-Workout-Mahlzeit und dann mache ich meine Pre-Workout-Shakes fertig. Mein Pre-Workout-Shake fertig, mein Intra-Workout und danach mein Post-Workout fertig. Schauen wir auch gleich nochmal, wie das aussieht. Und ja, lasse ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken. Es gibt jetzt noch eine Mahlzeit vor dem Training, also genau eine Stunde vor dem Training trinke ich die, also genau in 10 Minuten, dann ist es 13 Uhr und um 14 Uhr bin ich schon beim Sport. Das wird ein Shake sein, aber den zeige ich euch gleich. Das ist wirklich, den Shake trinke ich jeden Tag vor dem Training und das mache ich konstant so. Es funktioniert auch extrem gut, ich fühle mich mit dem Shake auch auf jeden Fall etwas wärmer im Training, etwas besser im Training. Mein Magen ist ein bisschen voller, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber der ist einfach perfekt. Also ohne diesen Shake fühle ich mich auch einfach ein bisschen zu leer. Und dann meine Pre-Workout-Shakes, die werde ich auch gleich noch zubereiten, beziehungsweise meine Shakes ums Training herum. Ansonsten nochmal ganz kurz was zu den Zahlen bezüglich der Kalorien und sowas, weil viele Leute fragen mich auch in den ganzen Frage-Antwort-Runden, wie viel Kalorien man essen soll oder wie viel Kalorien ich esse. Und ich weiß ganz genau, dass wenn ich das poste und wenn ich sage, dass die Leute das nachmachen werden. Aber in diesen Insta-Stories sind meistens nur 15 Sekunden Zeit zum Antworten. Deswegen halte ich diese Fragen komplett da raus, aber ich nutze mal die Zeit hier und sage euch, orientiert euch bitte nicht an den Kalorien und was sie an mir ausmachen. Also ob ich jetzt eine gewisse Zahl X, werdet ihr am Ende des Tages sehen, wie viele Kalorien ich esse. Wenn ich diese Zahl esse, dann passiert bei mir das, dass ich mit meinem Tag, mit meinem Cardio, mit meinem Training, mit meinem 6-Tage-Woche-Training-Pensum, mit meiner Bewegung einfach abnehme. Bei euch könnte das sein, dass ihr zunehmt. Deswegen nehmt diese Zahlen bitte nicht als Faktor dafür, dass ihr abnehmen wollt. Ja? Ihr braucht eure eigenen Kalorien, weil jeder Tag ist anders und jeder Körper ist anders und kein Mensch verbraucht gleich viel Kalorien. Kein Mensch. Also der eine läuft Treppen, der andere läuft nicht, der andere fährt Fahrstuhl, der andere nicht. Allein das sind Kaloriendifferenzen im Monat gerechnet, die machen langfristig immer was aus, wenn man diese kleinen Sachen dazu addiert. Also nehmt euch diesen Full Day of Eating eher so als Inspiration dazu, wie ihr das vielleicht gestalten könnt, weil diese Art und Weise funktioniert einfach, ist einfach sehr angenehm und wie ihr seht, ich verwende auch Lebensmittel, die schmecken. Also mein Essen sieht jetzt auch, glaube ich, nicht so traurig oder also wir werden am Ende des Tages sehen, wie mein Essen noch aussieht, aber sieht nicht so traurig aus und es schmeckt mir persönlich extrem gut. Klar, ich habe Hunger, ich habe wirklich extrem Hunger und das ist das Einzige, was man in der Diät auch haben muss, Hunger. Aber Appetit auf mein Essen habe ich auch. Also ich esse mein Essen gerne. Und ich habe danach trotzdem Hunger. Also Hunger ist eines, das haben wir immer gemeinsam, aber dass das Essen gut schmeckt, das soll es und darf es auch. Jetzt gehe ich auf jeden Fall in die Küche und trinke meinen Shake. Also sehen wir uns in der Küche. Na gut, in der Küche sehen wir uns jetzt nicht unbedingt. Die Waschmaschine ist an und das ist ultra laut. Ich habe hier auf jeden Fall meinen Shake, meinen Shake. Da drin sind 70 Gramm Instant-Haferflocken, also einfach nur gemahlene Haferflocken. Und 40 Gramm vom Tusti Plus, ebenfalls im Geschmack Kokos Dream mit ein bisschen Zimt drin wieder. Es schmeckt einfach mega lecker. Dieser Shake hier, angereichert mit Wasser, den gibt es genau eine Stunde jetzt vor dem Training. Den schaufel ich mir einfach weg. Ab und zu gibt es auch Instant-Reisflocken, also manchmal gibt es auch was Festes, manchmal gibt es auch ein Porridge vorm Training. Eigentlich je nachdem, wie hungrig ich mich fühle. Aber jetzt momentan fühle ich mich geht so und habe gerne was schnell Verdauliches. Und ja, das gibt es jetzt vor dem Training. Die Kalorien sind, kommen wir auch nochmal dazu. Wir sind hier bei 40 Gramm Eiweiß, 47 Gramm Kohlenhydraten, knapp 8 Gramm Fett und 421 Kalorien. Also dieses Pre-Workout-Shake-Getränk hat mehr Kalorien als die Mahlzeit davor. Achso, ja, bei den ganzen Makros und sowas, ne, ich runde ein bisschen auf, ein bisschen ab. Ihr seht die richtigen Zahlen natürlich im Video, sodass ihr Bescheid wisst, dass ich nichts Falsches ablese. Und ja, gönne ich mir jetzt und dann sehen wir uns gleich in der Küche. Ich muss dann kurz die Waschmaschine pausieren, damit ich meine Shakes machen kann. Pulli an, Pulli aus. Je nach Zimmer ist es hier kalt oder warm. In der Küche ist es meistens immer ein bisschen kühler, weil hier keine Abzugsanlage ist, aber da ist so ein kleines Teil in der Ecke.
Aber da zieht nichts ab. Da zieht gar nichts ab. Da sind auch zwei Schalter. Aber nur eine funktioniert. Jedenfalls ist es ja relativ kühl. Ansonsten mache ich mir jetzt meine Shakes fertig. Und zwar fangen wir mit dem Pre-Workout an. Einmal habe ich hier mTOR ERAs, davon gibt es 20 Gramm im Pre-Workout. Dann habe ich 20 Gramm vom Nitro, mein absoluter Favorit, was Pump Booster angeht. Hier gibt es nochmal den ordentlichen Unterschied zwischen einem normalen Pump Booster und einem Hardcore Pump Booster, sage ich euch. Die beiden Sachen und noch in Kombination mit dem Meta Plus. Meta Plus ist an sich kein Fokus Booster oder sowas, aber er hat doch eine Fokus boosternde Wirkung und eine Stoffwechsel erhöhende Wirkung. Also wir können hier wirklich von der Stoffwechselrate etwas mehr erwarten und ebenfalls eine höhere Fettoxidation. Deswegen ein Diätbegleiter schlechthin für mich der Meta Plus. Ich mache hier 2 Portionen am Tag, einmal morgens ungefähr 5 bis 7 Gramm und vor dem Training 5 bis 7 Gramm. Dann haben wir hier 20 Gramm, 20 Gramm und 5 bis 7 Gramm Meta Plus. Das ist der Pre-Workout-Shake. Weiter geht's mit dem Intra, mein Liebling. Das nehme ich natürlich im Training, wie das Intra schon sagt. Hier haben wir 60 Gramm im Training, einfach um wirklich versorgt zu sein, auch schon im Training, nicht erst nach dem Training. Trainingseinheiten dauern etwas länger und ihr wisst, ein Trainingszustand ist ein Stresszustand und versorgt zu sein ist das A und O. Hier haben wir sehr, sehr hochwertige Aminosäuren, sehr hochwertige Kohlenhydrate, sehr, sehr gut, sehr leicht verdaulich, geht sehr schnell in die Muskulatur. Und wir sind versorgt. Also wir haben nicht nur länger Energie, weniger Müdigkeit, sondern sind auch versorgt mit den besten Rohstoffen. Und nach dem Training gibt's das Final Protein, ein Hydrolysat-Isolat-Gemisch. Davon gibt es 50 Gramm nach dem Training. Extrem hochwertig und trotzdem extrem lecker, sehr, sehr mild im Geschmack. Und Kreatin, die Geheimwaffe eines jeden Athleten. Nein, Spaß. Kreatin 5 Gramm gibt es nach dem Training jeden Tag. Ja. Ganz einfach. Und nein, Kreatin hat keine Nebenwirkungen und nein, Kreatin zieht kein Wasser und nein an alle anderen Fragen, die kommen. 5 Gramm am Tag könnt ihr bedenklich ohne irgendwelche Kuren oder sonst was nehmen, ja, durchgängig, den Rest eurer Tage. Kommen wir mal zu den Kalorien der ganzen Sachen. Wir haben im Pre-Workout 72 Kalorien, eigentlich nur bestehend aus Aminosäuren, also die 18 Gramm Eiweiß, die da drin sind. Dann haben wir das Intra, hat insgesamt 193 Kalorien und das Post-Workout hat insgesamt 177 Kalorien, ebenfalls nur bestehend aus Eiweiß. Das Intra hat noch ein paar Kohlenhydrate mit dabei. Aber wie ihr seht, meine Trainingsshakes haben schon ordentlich Kalorien. Das sind mal knapp überschlagen, knapp 400 Kalorien, knapp über 400 Kalorien ums Training herum. Und ja, das darf man nicht vergessen. Auch das ist Energie, auch das hat Kalorien. Und das tragen wir natürlich definitiv mit auf die Liste. Ich bin jetzt im Home of Athletics angekommen, trainiere jetzt eine Runde Push. Pre-Workout ist schon intus. Mein Intra-Workout habe ich auch schon hier am Start, alles schon vorbereitet. Und ja, dann geht's los. Wird auf jeden Fall eine sehr gute Einheit. Push macht mir vor allem am meisten Spaß momentan, weil die Geräte hier auch extrem schön sind. Aber ich würde jetzt sagen, ich ziehe ein bisschen durch. Dann schauen wir uns nach dem Training so ein bisschen die Form an und dann hören wir uns gleich wieder. So, Form habt ihr gesehen, muss ich mir gleich selber nochmal anschauen, bin ich echt gespannt. Also Beine waren gefühlt heute ein bisschen geschlossener, ein bisschen dichter, aber sonst bin ich recht zufrieden mit der Form, wie das läuft in den letzten 5 Wochen. Aber ich muss gleich selber nochmal reinschauen, aber es ist erst auf dem PC, also von daher macht ihr euch euer Bild zuerst. Könnt ihr gerne eure Meinung, bevor ich es gesehen habe, überhaupt dazu reinschreiben, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten kommen wir hier gleich zur nächsten Mahlzeit, und zwar meine Post-Workout-Shake. Ich habe hier meine 50 Gramm Final Protein drin, meine 5 Gramm Kreatin, und ja, dann wäre es das mit dem Training auch geschafft. Jetzt geht's gleich erstmal ab nach Hause und dann gibt es meine Post-Workout-Mahlzeit, eine Dreiviertelstunde nach dem Training, und das war's dann. Dann habe ich ja noch 2 Mahlzeiten offen, beziehungsweise ja, noch 2 Mahlzeiten, aber das seht ihr ja alles noch, also bleibt schön dran. So, Zeit für die nächste Mahlzeit. Ich habe hier
Meine Post-Workout-Mahlzeit, hier sind wieder 150 Gramm Hähnchen drin, 100 Gramm Reis-Trockengewicht und Rosenkohl. Das ist die größte Mahlzeit des Tages, aber trotzdem ziemlich klein. Und damit wir auch wieder am Ball bleiben und nichts vergessen, die Mahlzeit hat 47 Gramm Eiweiß, 83 Gramm Kohlenhydrate, 5 oder 6 Gramm Fett und 567 Kalorien. Also ist tatsächlich sogar, das Frühstück ist die kalorienreichste Mahlzeit, aber das ist die größte vom Volumen her. Dementsprechend zweitgrößte Mahlzeit auf jeden Fall. Ja, ganz klassisch. Schnelle Kohlenhydrate. Dazu gibt es jetzt noch 2 Kapseln Berberin und eine Kapsel Verdauungsenzyme. Das, bevor ich es vergesse zu erwähnen, habe ich auf jeden Fall immer nach dem Training mit dabei. Ansonsten lasse ich mir das jetzt erstmal schmecken und erhole mich vom Training ein bisschen. Ich bin echt platt. Das Training heute war echt gut, Pump war echt gut. Also ich merke auch wirklich, wie der Nitro extrem reinballert. Aber ja, soweit so gut. Es ist 16 Uhr und schon die vierte Mahlzeit. 2, 3. Ja, genau, und die ganzen Shakes. Also die nächste Mahlzeit wird es dann wahrscheinlich so gegen 18:30 geben, 19 Uhr. Und die letzte so gegen 22 Uhr. Und da gibt es nochmal eine Änderung. Das werdet ihr nochmal im Laufe gleich sehen. Aber genug gequatscht, ich esse jetzt erstmal. Zurück zu Hause, zurück in meiner Küche. Das Essen wärmt gerade auf. Jetzt kommt Mahlzeit Nummer 5. 5, ja. Und zwar die vorletzte Mahlzeit für heute. Da ist drin natürlich Reis und Hähnchen und wieder Rosenkohl. Wenn ich ein Gemüse für einen Tag zubereite, dann ist das meistens immer eins, weil das mache ich genau mit einem Schlag. Und dann ist es auch weg. Ne? Und die nächste Mahlzeit hat ganz genau 42 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Fett und 390 Kalorien. Also ebenfalls eine relativ kleine Mahlzeit und eben hat es auch schon gebiebt. Das ist es. Ne? Ziemlich simpel, ziemlich einfach. Und dazu mache ich mir jetzt eine ganz leckere kleine Ketchup-Soße. Und zwar nehme ich dafür lediglich meinen gesüßten Ketchup, also quasi ungezuckert, und vermische den mit Currypulver. Ganz simpel, Curry, ganz einfach, Curry. Und dann mache ich das so, ich habe meinen kleinen Behälter hier, da kommt Ketchup rein, so viel wie ich normalerweise auch nutze, und darauf kommt ganz einfach Currypulver. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus den Curry-Imbissbuden, da haben die ähnlichen Ketchup immer gehabt und das schmeckt echt lecker. Kommt da so ein kleiner Haufen Curry rauf, voll viel Effekt. Haben wir gleich. So, ein kleiner Haufen Curry, ein kleiner großer Haufen Curry auf dem zuckerfreien Ketchup bzw. auf dem ganz wenig gesüßten Ketchup. Das Ganze verrühre ich einfach nur und glaub mir, das schmeckt echt krass. Also es ist leicht scharf, aber es schmeckt mega lecker und das kommt jetzt einfach übers Essen. Ganz einfach verteile ich. Upsa. Diese Prep läuft auch immer ein bisschen anders. Ich nehme jetzt gar nicht mehr so viel Ketchup, wie ich letzte Prep genommen habe. Da habe ich wirklich alles mit Ketchup befüllt, um damit es schmeckt. Aber dieses Mal geht es irgendwie. Ich habe auch zum ersten Mal wirklich meine Heißluftfritteuse hier am Start und habe mein Essen wirklich, ich prep das mittlerweile so lecker und so gut, dass ich gar keine Ketchup mehr brauche. Aber dieses Curry-Ketchup-Ding ist, wie gesagt, könnt ihr mal probieren. Schmeckt auf jeden Fall echt gut. Und ja, Kalorien haben wir schon angesagt. Kalorien haben wir zu dieser Mahlzeit, wie erwähnt, 390 und 42 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Fette addiert sich nochmal dazu. Also haben wir noch eine Mahlzeit und die gibt es in 1,5-2 Stunden und dann war es das auch für den heutigen Tag. Ich habe immer noch Hunger, ja. Ich habe den ganzen Tag Hunger, außer im Training, da nicht, aber ja, da muss man jetzt durch. So, letzte Mahlzeit für heute. Einmal 300 Gramm Eiklar mit Salz und Pfeffer und Tomaten. Dann habe ich hier Cashewkerne. Da oben, eigentlich sind andere Nüsse im Plan, aber ich bin allergisch gegen alle anderen Nüsse momentan. Dann habe ich hier Omega-3s, also quasi hier Omega-3s, Magnesium, Vitamin C, Ashwagandha und ja, das sind meine Abendsubs. Fehlen tut auf jeden Fall noch Kurkumin und das Vitamin-Sportkomplex ist heute auch leer gegangen, also habe ich Vitamin C stattdessen drin. Müsste hoffentlich die Tage ankommen, ich brauche es. ja, ansonsten, wie gesagt, diese Eiklar-Mahlzeit, die hat, damit wir komplett sind,
375 Kalorien, natürlich liegt das an den Nüssen, weil die Nüsse da am meisten Energie mitbringen, aber 350 Kalorien, knapp 47 Gramm Eiweiß, 10 Gramm Kohlenhydrate und 15 Gramm Fette. Und das war's für den Tag. Wir haben insgesamt 3223 Kalorien. Davon sind 340 Gramm Eiweiß, 330 Gramm Kohlenhydrate und 60 Gramm Fette. Also wie man sieht, relativ low fat für mein Körpergewicht. Aber trotzdem, ja, relativ viel Kalorien. Aber man darf nicht vergessen, dass knapp 400 Kalorien ja aus den Shakes kamen. Also nicht essbare Kalorien und auch nicht spürbare Kalorien. Und dementsprechend habe ich auch relativ viel Hunger. Also ich esse dann quasi knapp 2800 Kalorien. An Rest-Days ist das nochmal ein bisschen weniger, versteht sich, weil dann die Shakes wegfallen, also 2800 Kalorien circa. Und ja, normalerweise, beziehungsweise als Alternative zu diesem Eiklar, ihr wisst ja, Alternativen habe ich immer, habe ich statt dem Eiklar auch einfach mal mein Final Protein, benutze ich ab und zu 30 Gramm davon, ist auch gleichwertig, ja, klar ist das Eiklar eine eigene Eiweißquelle, aber das Final Protein ist ebenfalls sehr, sehr hochwertig und in diesem Sinne mache ich es mir manchmal recht leicht, wenn ich keine Lust auf Eiklar habe. Sättigen tut es mich mehr, aber schmecken tut es mir gar nicht, also Eiklar schmeckt mir wirklich nicht, aber noch mehr Chicken am Tag ist auch nicht so lecker. Schon genug Chicken am Tag. Genau, das ist sozusagen mein ganzer Tag an Essen gewesen, mein Full Day of Eating. Und ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Eindruck kriegen, was ich esse, wann ich esse. Ich bin jetzt auch nicht der getimteste Mensch. Also wenn ich sage, ich esse die nächste Mahlzeit um 22 Uhr, jetzt ist es zufällig 22.15 Uhr und davor war es wirklich 19.30 Uhr und so. Aber ich time mein Essen eigentlich wirklich nur ums Training herum und alles, was danach kommt, ist mehr oder weniger abhängig von meinem Hunger, von der Laune. Und ja, ob ich jetzt essen möchte oder vielleicht eine Stunde später, wenn ich wirklich Hunger habe. Und dann mache ich mich gar nicht so stark fertig. Wie ich sehe, hat der Tag mein Akku jetzt auch schon an die Grenzen gebracht. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ja, wenn ihr natürlich mehr sowas sehen wollt, ich denke, in Zukunft wird die Diät noch ein bisschen anstrengender und dann wird sich das Essen noch ein bisschen verändern. Und dann können wir vielleicht nochmal ein kleines Update machen. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Spaß gemacht hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.